Wir zeigen euch jetzt eine Aufbauweise, die vorbereitend ist für Parcourspringen und auch für das Springen im Stechen, also schneller und schrägeres Anreiten. Das erfordert natürlich am Ende ein höheres Maß an Rittigkeit und das wird hier bei dieser Aufbauweise geschult und auch überprüft. Wir gehen jetzt einmal die Aufbauweise ab, damit ersichtlich ist, in welchem Winkel die Sprünge aufgebaut sind und dass sie gar nicht so einfach zu treffen sind. Gut, so. Schräges Anreiten, schräges Weiterreiten. Gut, so. Noch einmal. Und bei diesem Durchgang nimmst du den Weg von dem Cavaletti auf den blauen etwas kürzer. Ja, etwas direkter. So, die ganze Übung in der vollen Länge, wie sie jetzt kommt, soll in einem möglichst gleichbleibenden Rhythmus ausgeführt werden. Es ist immer genügend Zeit zwischen den Sprüngen, hier den Rhythmus wiederzufinden. Und wenn ich noch mehr Zeit brauche, weil ich Qualität am Ende erzeugen möchte, kann ich immer wieder einen Zirkel oder eine lange Seite einbauen. Wir erhöhen den Schwierigkeitsgrad und machen aus dem gleichen Parcours nur durch das Umändern, nur durch das Wechseln der Stellung des Cavalettis, erhöhen wir den Schwierigkeitsgrad. Zweiter, dritter Hufschlag mit dem Pferd, weg von der Bande. Gerade halten, das ist wichtig. Gerades Reiten, immer wieder üben, unabhängig von der Bande. Auch hier in dieser Aufbauweise gibt es unzählige Möglichkeiten, die ich hier ausnutzen kann. Am Ende hängt es immer ein bisschen an der Kreativität des Reiters, beziehungsweise dessen, der unten steht und ansagt. Aber die Möglichkeiten sind unzählig und dadurch, dass ich die Möglichkeiten hier immer wieder wechsle, ändere, wenn ich sie sehe, gebe ich dem Pferd immer wieder einen neuen Impuls. Dieser Impuls ist wichtig. Ich bleibe für das Pferd unvorhersehbar, das heißt, das Pferd muss aufmerksam bleiben, ansonsten passiert vielleicht ein Fehler. Mein Problem ist es immer, dass ich zu viel zupple und dann ist diese Übung natürlich super, wenn man einfach den Galopp erhält und immer wieder weiterreiten muss, den Sprung suchen muss, man einen anderen Weg einlegen muss, wieder Galopp reiten muss. Das ist für mich jetzt eine gute Übung. Das hat man vielleicht einmal gesehen, wenn Sefi hier, weil das Pferd reagiert natürlich immer sehr, sehr direkt. Das heißt, wenn sie nicht hier wirklich aufmerksam darauf achtet, dass sie den Galopp erhält und einfach mal mit der Hand ans Maul geht, macht das Pferd sofort einen Galoppsprung mehr hier zwischen, was dann natürlich zu einer Rhythmusstörung führt. In diesem kleinen Höhe, denke ich, hast du gespürt, dass irgendwo eine Rhythmusstörung entstanden ist. Und das ist eigentlich das Wichtigste, dass ich wahrnehme, dass ich in gewissen Situationen etwas mehr oder weniger tun muss. Ja. Es schult die Wahrnehmung. Genau. Und wenn ich Wahrnehmung habe, kann ich mich selbst kontrollieren und kann in die richtige Richtung, in die zielgerichtete Richtung eben anpassen.